Zum zweiten Advent, da wollen die Preußen natürlich punkten. Und Nachhalle ist vor dem Spiel beim Karlsruher SC. Und wir unterhalten uns heute mal, zwei Tage vor dem Spiel, mit einem der stillen Regenten im Preußenspiel, Kevin Rodriguez Pires, der neue Sechser. Kevin, zuletzt gegen Halle verloren, jetzt geht es zum Top-Team der Liga nach Karlsruhe. Was ist die Erwartung und was ist jetzt drin für die Preußen? Ja, ich glaube mal, dass wir von Anfang an sehr hellwach sein müssen und erstmal Stabilität in unser Spiel reinbringen müssen, weil in der ersten Halbzeit gegen Halle war es halt nicht so. Und ja, wir müssen halt höllisch aufpassen. Du spielst jetzt hier in Münster auf der zentralen defensiven Position, auf der 6, aber eigentlich bist du offensiver ausgerichtet. Wie schwer ist dir die Umstellung hier in Münster gefallen auf diese Position und wie findest du überhaupt den Saisonverlauf der Preußen bislang? Ja, erstmal zu meiner Position. Ich glaube, mir fällt das eigentlich gar nicht so schwer, weil die Mannschaft mir das eigentlich sehr, sehr einfach macht. Auch das Spielsystem mir entgegenkommt und wie gesagt, ich fühle mich wohl auf der Position. Und mit dem Saisonverlauf, ja, ich glaube, können wir alle sehr, sehr zufrieden sein, weil keiner hat das gerechnet, dass wir so weit oben mitspielen und wie gesagt, es ist immer noch alles drin. Auf dem Spielfeld erlebt man dich eher so als stillen, als ruhigen Spieler, wenig Kommandos, aber trotzdem irgendwie das Spiel bestimmt. Und man wundert sich, dass du eigentlich sehr, sehr viele Zweikämpfe gewinnst. Quittung davon war auch, dass du als erster und einziger Spieler von den Preußen bislang eine Gelbsperre bekommen hast. Wie erklärst du den Leuten deinen Spielstil oder was ist dein Spielstil? Ja, ich versuche halt, wie Sie schon sagen, mit sehr, sehr viel im Ballbesitz zu kommen, sehr viel Kontakt zu spielen, weil ich glaube, das macht mich auch aus. Und ja, dazu kommen noch gesunde Zweikampfhärte, die ich halt durch meine Größe halt auch brauche, weil sonst kommt man ja nicht so weit. Wo kannst du mit den Preußen noch hingehen in dieser Saison? Ihr seid oben mit dabei, ihr wart sehr lange auf dem Aufstiegsplatz. Was sitzt drin? Bist du der Erste, der mutig ist und sagt, jo, wir können ganz oben weiter mitspielen? Ja, wie Sie schon sagten, also ist, glaube ich, noch sehr lange zu spielen und deswegen sollten wir lieber erstmal vom Spiel zu Spiel schauen, wie wir es auch bis jetzt gemacht haben. Und ja, Samstag ist der nächste Härtetest und da müssen wir hellwach sein nochmal. Kevin Rodriguez Pires, jahrelang hieß es immer umgekehrt, Kevin Pires Rodriguez, also der Name ist so jetzt richtig. Wie kam das, dass der Name immer falsch geschrieben wurde und warum hat sich der Spieler nicht dagegen gewehrt? Das war so, da bin ich damals von Essen nach Lotte gewechselt. Hab dem Betreuer gesagt, wie mein Name halt auf den Trikot kommen sollte. Das war natürlich dann irgendwie andersrum, aber wie gesagt, mich hat das nie gestört, weil beide Namen waren drauf und von daher stört mich das auch nicht. Und jetzt ist es richtig, aber. Du kannst mit so einem Spaß quasi auch leben. Gebürtiger Kölner, bei Preußen Kalk angefangen. Borussia Kalk, so viel Zeit muss sein. Vermisst man hier im westfälischen Münster und davor in Lotte, vermisst man da so ein bisschen den Karneval? Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil man hat ja auch ein, zwei Tage frei danach und dann kann man das nochmal einen Tag mal ausnutzen und wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit, aber die Spiele sind natürlich wichtiger. Also ein Karnevalstrikot Preußen Münster wird es nie geben, oder? Nein, das auf jeden Fall nicht. Okay, dann viel Glück und viel Spaß in Karlsruhe. Preußen-Trainer Marco Antwerpen, jetzt mal eine Frage, ob das Gedächtnis funktioniert. Wie viele Spieler sind angeschlagen und verletzt vor dem Auftritt in Karlsruhe? Kriegen wir die noch zusammen? Ohne Zettel? Nee, muss ich auf den Zettel gucken. Wir haben reichlich. Also wir haben Martin Kobylanski, der Oberschenkelprobleme hat, Niklas Heidemann Wade zu hat. Wir haben kranke Spieler dabei mit Pires, der heute wieder ins Training zurückkommt, Max Schulze-Nius, der im Bett lag, Klinger hat sich abgemeldet für heute, Benjamin Schwarz hat sich abgemeldet für heute, klar, dann noch Rufer Dadaschow, Danilo Wiebe, Akono, die alle langzeitverletzt sind und das müssten sie, glaube ich, gewesen sein. Gedächtnis funktioniert, ich glaube, es ist richtig, aber wir müssen das nachher nochmal in der Buchhaltung nachklären lassen. Aber die Preußen kriegen eine Mannschaft zusammen am Samstag in Karlsruhe, oder? Ja, wir hoffen, dass der ein oder andere Spieler sich dann halt so zurückmeldet, dass er spielen kann und dementsprechend werden wir eine Truppe auf den Platz bekommen. Ist das gut oder ist das schlecht oder wie bewertet man das, dass man jetzt zu einer Mannschaft fährt, die einen Top-Lauf hat, 4 Spiele gewonnen hat, ganz oben mit dabei ist, auch hoch gewettet wird? Haben die Preußen überhaupt eine Chance oder kann man die Punkte schon automatisch da lassen? Ja, also wir sind Sechster, ne? Wir sind 3 Punkte, glaube ich, hinter Karlsruhe. Wir haben natürlich definitiv eine Chance.
wenn wir wieder, uns wieder an die Dinge halten, die uns stark machen. Das heißt, durch die Bank gut verteidigen, dem Gegner nichts anbieten, gerade im Auswärtsspiel, dann versuchen wieder in Führung zu gehen, dann wird es dann für den Gegner halt unangenehm. Aber wir wissen schon, dass wir, glaube ich, zu einer der besten Mannschaften halt in der Liga fahren, die auch aktuell einen richtig guten Lauf haben. Ein sehr, sehr torgefährliches Sturmduo vorher, gute Standardsituationen, sehr erfahrene Spieler. Von daher wird eine schwierige Aufgabe. Dann viel Spaß und viel Erfolg beim Personalpuzzle und ein gutes Händchen. Danke.